Ja, den müssen wir nochmal kontaktieren, von dem haben wir noch gar kein Angebot. Ja, und schon hast du letztendlich wieder Engagement, was du ja willst. Und dann kannst du versuchen, hier nochmal einen Videocall zu machen und einfach mal den Kunden nochmal abklopfen, wo stehen wir denn ganz genau. Und wenn der nicht ready ist, dann braucht er auch mein Angebot nicht zu haben. Ganz einfach. Okay, soviel soweit dazu. Hier nochmal zusammenfassend, die 90-10-Regel. Es ist wirklich sehr wichtig zu verstehen, dass teilweise weniger als 10% aller Leads, die wir auch für unsere Kunden machen, das sind nicht für 5 bis 10 Mal so viel, für den Durchschnittsumsatz je Kunde verantwortlich sind. Ja? Das heißt, auch hier brauchst du einfach den ganzen Vorprozess der Qualifikation, ja, des Readiness-Checks und alles, was dazu gehört, im kompletten A bis Z Marketing-Vertriebsfunnel, auch eben den entsprechenden Atem, ja, dass du am Ende eben diese kleiner gleich 10% eben dann rausbekommst, die aber dann hinten raus den großen Hebel für dich machen. Und alles andere wird durch diese kleiner gleich 10% finanziert. Ja? Alle Vertriebs- und Marketingmaßnahmen, online oder offline, alle Schleifen, alle Pipelines, alle Vertriebler, die zum 70. Mal irgendjemanden anrufen, ja? Und so weiter und so weiter. Ne? Ganz, ganz wichtig zu verstehen, hier nicht quasi zu früh aufzugeben, weil es dauert natürlich ein bisschen länger, bis du quasi hinten raus dann den Hebel eben produzierst. Dann Marketing, E-Mail-Maßnahmen, eine der stärksten überhaupt im B2B, nach wie vor hier auch mal ein bisschen umdenken, ein bisschen vielleicht nicht immer nur die Standards machen mit PDF-Anhang, mit E-Mails und vielen Links und so weiter. Hier immer genau schauen, mit welchem Tool schicke ich an wen, welche E-Mails, in welchem Umfang. Ja, nicht Masse ist klasse, ganz einfach, weil die Leute zugeballert werden mit diesem ganzen Zeug und genauso auf LinkedIn ist jetzt nicht das Thema von dieser Lektion. Ich kann euch nur versprechen, ich kenne ja, Abteilungsleiter von Milliardenkonzernen, ja, die sagen, ich logge mich auf LinkedIn nicht mehr ein oder ich öffne mein E-Mail-Postfach nur noch einmal im Monat, weil das ist einfach too much. Ja? Also wirklich, Qualität ist first, quality first. Absolut und es wird immer wichtiger. Ja? Nicht Quantität, Qualität. Ja? Und lieber nochmal 2, 3 Leute mehr da hinsetzen oder was, ja, die da individuell Engagement generieren, als wie irgendwie vollautomatisch irgendwie Zeug raushauen. Ja. Das sind einfach Coaches und Consultants, die da draußen noch rumhängen, die irgendwas, es ist vollautomatisiert, hier und da, hier vollautomatisiert und wir schicken Listen von Millionen von, und zwar B2B, B2C, okay. B2B, Low-Preis, also kleiner Warenkorb, geht vielleicht auch noch, wenn ich Sachen verkaufe für ein paar hundert Euro, für 1.000 Euro oder sowas. Hochpreissegment, komplexe Produkte, Dienstleistungen. Forget it. Ja, du kannst Dinge automatisieren, aber nur bis zum gewissen Grad. Es macht darüber hinaus einfach keinen Sinn. Du wirst keine Resultate erzielen und du hast es teilweise mit sehr, sehr schlauen Leuten zu tun. Ja, C-Level, Abteilungsleiter, Bereichsleiter etc. etc. Ja, die merken auch, wenn das irgendwie eine E-Mail ist und so weiter, die ja einfach pauschal rausgeschickt wurde. Ja, und also da wirklich lieber ein bisschen mehr investieren, damit du halt im Hinten raus quasi den Hebel auch generierst, ja, der dann wieder reinfüttert in deinen kompletten Cashflow. Ja. Dann keine Downgrades für dein Core-Offer, absolut. Ja, dein Core-Offer ist einmal gemacht, kalkuliert, und es ist top secret. Da ist quasi eine stählerne Mauer außen drumherum. Ja? Wenn der Kunde noch nicht dafür bereit ist, dann ist es okay. Einfach weiter in die Pipeline. Oder du hast kleine Einstiegsangebote. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, Variationen, die sehr gut funktionieren können. Das können teilweise nur Angebote sein von 2 Stunden Analyse-Call oder 4 Stunden Workshop oder was auch immer, der vielleicht nur 1.000 Euro kostet. Ja? Wo letztendlich Pocket Money ist. Letztendlich Geld, wo jetzt auch in großen Unternehmen ein IT-Leiter nicht extra nochmal eine Unterschrift braucht von irgendwelchen Vorgesetzten oder sowas oder Einkaufsabteilung oder sonst was, sondern der hat einfach Geld, das einfach ohne freigeben zu müssen ausgeben kann, 1.000 Euro oder 2.000 oder was auch immer. Früher waren es immer diese 10.000, ich glaube mittlerweile hat sich ein bisschen verändert, aber das kannst du ja schon mal abholen, ja? Indem du einfach so kleine Angebote, musst du nicht dein Core-Offer ja, hier negativ verwässern. Ja? Dann qualifizierte, Qualifizierung von No-Ready Leads. Ja? Du hast zwar hochqualifizierte Leads, aber die sind noch nicht bereit, dann auch das Angebot einfach noch nicht machen. Ja? Sondern erst dann, wenn sie bereit sind,
Es besteht überhaupt keinen Grund. Es gibt eher mehr Nachteile als wie Vorteile, wenn du da einen Haufen Angebote raushaust an Prospects, also an potenziellen Neukunden oder Kunden, die noch gar nicht so weit sind, ja, vom Timeframe her. Ja, habe ich auch schon viele Videos drüber gemacht, auch auf YouTube, aber auch in meiner Akademie. Ich hoffe, es konnte dir so ein bisschen nochmal hier einen Einblick gewähren. Schau das Video einfach gerne auch mehrmals an. Ja, da sind ein paar wirkliche gute Nuggets drin. Ich habe es auch nochmal zusammengefasst, nochmal wiederholt. Ansonsten gib mir auf YouTube ein Video einen Daumen hoch. Und wenn du hier noch weitere Videos zum Beispiel zum Readiness-Check findest du hier auf YouTube. Ja, und abonniere einfach hier unten den Kanal. Und in meiner Akademie wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg und viel weiterhin Daumen hoch. Und mit meiner nächsten Lektion, Happy Hunting, ja, dein Thomas Klein. Bye, bye, ciao.